Und ja, deswegen versuche ich halt immer so viel wie möglich in Vorproduktion zu gehen. Also das heißt 1,5 bis 2 Stunden, aber gut, die letzte Zeit waren es dann meistens mehr als 1,5 bis 2 Stunden. So, Eisen, Eisen. Wie viel brauche ich denn? 6 Stück brauche ich, genau, und da haben wir die 6 doch schon. So, dann hier einmal. Ach, ich hatte sogar noch 12 in der Tasche. Na, okay. So, ich brauche eine Eisentür. Was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Ah, ich weiß, was ich noch brauche. Genau, die Dinger brauche ich. Ich glaube, 2 Stück reichen. Ja, 2 Stück müssten reichen. So, am Texturenpaket hat sich noch nichts getan. Mal hier mal den alten Kakti mitnehmen. 5 Stück. Nice. Am Texturenpaket hat sich ATM noch nichts getan, weil ja, ich bin jetzt sofort einfach mal in eine Aufnahme gegangen. Ja, warum? Weil ich da Lust zu hatte. Na, ansonsten, ich weiß auf jeden Fall, dass ich in diesem Texturenpaket noch ein bisschen was abändern muss. Denn ich habe vergessen, als ich das Texturenpaket das letzte Mal für mich geupdatet habe, dass wenn man jetzt mit anderem Holz arbeitet als diesem normalen Redwood, halt, stopp, zurück. Wenn man halt mit anderem Holz arbeitet, dass sich das Interface zum Beispiel von den Kisten verändert und so weiter und so weiter. Und ja, die Sachen muss ich halt erst mir noch aus irgendeinem anderen Texturenpaket, wahrscheinlich Herr Sommer, da muss ich mir die erst noch rausklauen. Klauen in Anführungsstrichen. Ja, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Wo bin ich nochmal zurückgelaufen? Ach ja, Monster Loot, 1, 2. Oh Gott, hoffentlich kriege ich das noch hin. Nein, das ist falsch. Es sollte 3 müsste richtig sein. 3 Stück. Und dann glaube ich, ging das so. Okay, sowas nicht. Wie war es dann? So. Ja, und da haben wir doch einen formschönen Bogen. Achso, den können wir da gleich wieder hinproppen. Und ich glaube, dann 8-mal Cobblestone umlegen. Nicht. Mit einem Redstone dabei? Auch nicht. Eine Überbrückung, während ich meinen ausgedruckten Zettel von Minecraft suche. Natürlich weiß ich, wie das geht, wie man einen Dispenser baut. Nur dummerweise weiß ich das nicht aus dem Kopf. Oh Gott. Ich möchte jetzt gerne nicht wissen, wie viele Leute jetzt gerade vor dem Monitor sitzen und den Korb auf den Tisch hauen. Bitte, bitte tut das nicht. Oh, Alter, bitte tut das wirklich nicht. Weil das gibt nur Schmerzen. Na, und da haben wir das auch schon wieder vergessen, dass das so lange gedauert hat mit dem alten Dispenser. Ja. Das sieht nach Gewitter aus. Gewitter. So, die Buckets brauche ich nicht mehr. Die alten Lava-Buckets, Water-Buckets, Bucket-Bucket und so weiter. Ich brauche jetzt eher 9 Stück. Neun. Acht, neun. So. Das Ganze hat einen Hintergrund, warum ich das jetzt gebaut habe. Ich habe das bei jemand anderem gesehen und habe auch die Erklärung, glaube ich, noch so halbwegs in Erinnerung. Und zwar durch diese Hungerleiste bekommt man schneller Hunger, wenn man zum Beispiel ein Diamantenschwert benutzt. Bekommt man, also wenn man jetzt Monster haut, bekommt man scheinbar schneller wieder Hunger. Ich glaube, irgendwie so war die Erklärung. Falls nicht, Leute, schreibt es mir in die Comments, wenn ich mich da jetzt gerade geirrt habe. So, einmal da, einmal da. Mann. Die Tür ist auch noch falsch rum. Oh Gott, bin ich ein Hans Pfosten, ey. So, Hans Pfosten, dann bauen wir die Tür richtig rum ein. Wunderbar, läuft. Alles klar. So, das nehmen wir mal raus hier. So, zack, zack. Neue Fackeln gesetzt.
das Ganze hier, das werden wir auch nochmal eben rausflügen. Ich möchte es hier auch, wenn das nur ein... Es war so, als hätte ich Lava gehört. Auch wenn das hier... Natürlich. Auch wenn das hier nur ein Wartungsgang ist, soll es dennoch ein bisschen schön sein hier. Er hat es heute mit der Tür. So, hier, zack, Stone, 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 Stone. Tür. So. Nein! Jetzt. So, das ist hier wahrscheinlich zu dunkel. Aber, da können wir entgegenwirken. Indem wir hier mal so eine alte Fackel hier unten reinsetzen, dann mit so ein bisschen Glas und hier so und so, ne? Und schön. So, ein bisschen wenigstens. Na, nur ein bisschen. Na, und wenn man diese Spitzhacke mit Silk Touch hat, dann verwendet man auch gleich dreimal mehr Stone als vorher, weil man kann es ja jederzeit wieder abbauen. Gut, das war überflüssig. Oder wie seht ihr das? Nein, falsche Hacke. So. Ah. So. Der kann auch mal weg hier. Das kann mal ein bisschen weg hier. So. Ja, der Gang hier. Der war, glaube ich, auch voll überflüssig, wenn ich mich richtig erinnere. Oder kam man da irgendwo hin? Kam man irgendwo an? Irgendwo, wo man vielleicht gar nicht mal sein möchte? Nein, hier habe ich nur mal eine Probebohrung scheinbar gemacht. Okay, was wir mit... Diese Richtung. Mhm. Dennoch werden wir diesen Gang hier entfernen. Ich weiß auch schon wie und womit. Wie kommt mir die Mucke gerade so leise vor? So, mal ein klein bisschen lauter gemacht. Auf jeden Fall werden wir diesen Gang hier noch zukleistern. Ich weiß auch schon wie und womit. Denn ich habe da noch so eine kleine Idee gehabt. Musste jetzt nochmal gucken, ob ich hier noch runterkomme. Ja, komme ich. Gut, dann, das weg. Das war einer zu viel. Proppen wir hier einfach nochmal schnell einmal Erde rein. Ich sehe im Moment davon ab, Fackeln zu bauen, weil wenn ich den ersten Spawning Ground, wenn ich da die ganzen Fackeln entferne, ich glaube, da werden erstmal genug Fackeln bei rumkommen. Für die nächsten 100 Folgen. So. Dann habe ich nochmal eine Anfrage bekommen via PN, was ich auch nochmal gerade klären möchte, zu meinem Texturenpaket. Und zwar ein Let's Player, ein anderer Let's Player wollte ganz gerne mein Texturenpaket verwenden. Ich sag jetzt erstmal nein. Wo kommst du denn her? Täusche ich mich oder dürfte der eigentlich noch gar nicht spawnen? Okay. Auch nicht schlecht. So, ich sag jetzt halt erstmal nein. Mit der Begründung, dass das alles kopierte Dateien sind. Also das ganze Texturenpaket ist ja nicht von mir gemacht worden. Und ich... Scheiße. Entschuldigung, ich wollte nicht fluchen. Und ja, wie soll ich sagen? Ich habe halt keine Lizenzen an den einzelnen Dateien und so. Und da muss ich halt erstmal das abklären, ob und wie weit ich das überhaupt benutzen darf. Alter, wo kam der jetzt gerade her? Das ist auch ausgeleuchtet. Na gut, da ist nicht ausgeleuchtet. Okay, Leute. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir mal was anderes hier. Nein, also wir machen nicht was anderes, aber wir machen hier nochmal kurz ein klein wenig, das Ganze ein wenig übersichtlicher. Der
Stein bleibt da, wo er ist. Das nehmen wir nochmal raus hier, so zack. Ja. Okay, das kann so bleiben, das muss sogar so bleiben. Das füllen wir hier mal gerade mit Dirt auf. Na, weil ich habe mir jetzt halt überlegt, die werden ja teilweise, die Updates, die werden hier ja teilweise echt im wöchentlichen Durchgang, werden die ja schon bald freigeschaltet von Mojang. Und deswegen habe ich halt überlegt, ich baue mir hier lieber überall so ein paar Wartungstüren mit ein, so dass ich jederzeit wieder rankomme. Denn auch da muss ich wieder einen anderen Let's Player für in den Mund nehmen. Okay, Namen nenne ich jetzt im Moment erstmal nicht, aber ich habe das auch bei einem anderen Let's Player gesehen. Der hat seit ewigen Zeiten hat der so einen Pistentransporter und urplötzlich, ich glaube seit der 1.2 oder 1.23, da haben die Fans mir dann noch geschrieben, du, dein komischer Transporter da, der läuft nicht mehr. Na, und deswegen, ich baue mir lieber jetzt überall Wartungstüren von vornherein ein, so dass ich dann überall nochmal ohne Probleme rankomme. So, das lassen wir mal so, das, den klopfen wir ja nochmal weg, den nochmal weg, den nochmal weg. So, dalle. Ja. Da knacken nochmal ein paar Stonis rein. So. Okay. So. Na, ich hoffe, hier kommt sowieso keiner wieder rein. Also, dass ich hier nicht wieder reingeben muss. Oder, jawohl. Ich hoffe es, dass ich hier nicht nochmal reingeben muss. Aber man weiß ja nie so genau, ne? Cool, zwei Fackeln habe ich sogar noch. Hier setzen wir einfach mal, ach komm, die setzen wir an der Wand. Darf ruhig ein bisschen schön aussehen. Okay, Leute. Jetzt machen wir gleich Folgendes. Nee, das machen wir noch nicht sofort. Ja, Vercheckie, der schlägt hier schon wieder zu. Der vercheckte Tobi mal wieder. AK Trivolo. Der war schon wieder viel zu viel. Okay, jetzt den Dispenser. Die ganzen. Nee, hier habe ich jetzt ja noch zwei. Habe ich jetzt noch einen Schalter? Nein, habe ich natürlich nicht, weil ich den gerade anderweitig verbraten habe. Einmal einen Knopf. Alles klar, das funktioniert. Dann hauen wir hier mal die alten Steinschwerter rein. Wunderbar, das kommt auch raus. Das funktioniert, das läuft. So, was brauche ich jetzt noch? Ach, hier wollte ich noch so setzen und so setzen. Na, das ist jetzt halt erstmal, ich lasse mir da noch irgendwas Besseres, glaube ich, einfallen. Also ich gebe mir da Mühe, sagen wir es mal so. Fackeln habe ich jetzt noch genau, eine Kohle habe ich noch und ein Sticky habe ich noch. Wow, bloß nicht zu viele Stickies, mein Freund. So, vier Fackeln. Die hauen wir hier mal weg. Da setzen wir eine hin, da setzen wir eine hin. So, dann brezeln wir da nochmal eine hin und da mal eine hin. So. Und dann würde da halt noch eine hinkommen. So. Jo, wunderbar. Okay. Jetzt muss ich erstmal wieder zurück. Nein, muss ich noch gar nicht. Erstmal. Ja, erstmal. Erstmal eine Tür. Eine weitere Tür. So, dann nochmal zwei Knöbels. Knöbels. So, dann hier einmal die Tür hin. Einmal den Knopf, zweimal den Knopf. So. Okay, das haben wir. Das hätten wir, wie auch immer.